uns der 8. Mai 1945 politisch an. Und zwar jeden von uns, so dass wir selbst etwas damit machen können, statt nur von anderen fordern zu müssen, was denn sie in Erinnerung an den 8. Mai 1945 zu tun hätten. Was ist denn eigentlich an diesem 8. Mai heute von 69 Jahren geschehen? Es kam zum Abschluss die Eroberung Deutschlands durch die Sowjetunion, durch die USA, durch Großbritannien. Es kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Es endete der Zweite Weltkrieg und für Deutschlands Nachbarn der Albtraum, unter deutsche Herrschaft zu geraten. Es endete fürs Erste auch die Eigenstaatlichkeit Deutschlands. Es kam zur Abtrennung Schlesiens, Pommerns, Preußens von Deutschland. Und es wurde jeder Weg eingeschlagen, der zur deutschen Teilung führte. Es wurde Deutschland aber auch befreit, nämlich von der nationalsozialistischen Herrschaft, die ja ihrerseits der Grund für all das Elend und Leid gewesen war, für das der 8. Mai 1945 auch steht. Viele gewannen ihre Freiheit wieder, Juden und zumal russische Kriegsgefangene bekamen eine Chance auf das Überleben und alle waren nun wirklich frei von den Schrecken des Krieges. Und wenn man eine weitere Perspektive einnimmt, dann wird man beim 8. Mai 1945 sehen, dass eine sehr, sehr unruhige Zeit Deutschlands endete, die im Sommer 1914 begonnen hatte. Mit Krieg, mit Revolution, mit Inflation mit Weltwirtschaftskrise und schlecht funktionierender Republik, mit einer Diktatur im Glanz des Erfolgs und einer Diktatur unter dem Solidaritätsdruck des Krieges mit Zerstörung, Eroberung und Besetzung unseres Landes. Es konnte freilich nun auch Neues beginnen, wobei am 8. Mai vor 69 Jahren ganz offen war, ob unser Land im Elend verbleiben, oder einer guten Zukunft entgegengehen würde. Tatsächlich markiert der 8. Mai 1945 einen der ganz großen Einschnitte in der deutschen Geschichte, einen Tiefpunkt, dem allenfalls noch das Jahr 1648 gleicht, nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem Deutschland einen großen Teil seiner Bevölkerung, einen großen Teil seiner Städte, einen großen Teil seines Reichtums verloren hatte. Aber 1945 war es nicht allein die äußere Zerstörung des Landes, sondern es ist auch das Jahr, von dem aus wir tiefgreifende innere Verletzungen unseres Landes erkennen können. Die äußere Zerstörung Deutschlands war offensichtlich. Der Bombenkrieg, die Zerstückelung des Reiches, Flucht und Vertreibung, die nachwirkende Ruinierung des Ansehens unseres Landes. Ja, sogar das Verächtlichwerden der deutschen Sprache und der deutschen Kultur. Letzteres ist bis heute noch nicht wieder in Ordnung gebracht worden, während die äußeren Spuren des Krieges allesamt beseitigt sind. Viel wichtiger sind aber die tieferen Verletzungen Deutschlands, die sich über Generationen sich fortgesetzt haben. Da war die Traumatisierung von Millionen von Soldaten. Da waren die seelischen Verletzungen eines Großteils der Bevölkerung daheim durch den Bombenkrieg, durch Tod, Verhaftung, Vertreibung, Exil, Gefangenschaft, Verlust von vielen Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Und da war die Erschütterung samt einer anschließend oft vorliegenden Verdrängung oder Abspaltung, die Erschütterung. Über den nunmehr offenkundig gewordenen Holocaust und auch das Wissen von vielen um viele Verbrechen der deutschen Wehrmacht. Diese Erschütterung verhinderte, dass man nun einfach sich in Selbstmitleid erging. Es zwang schmerzliche Gedanken auf. Etwa den sind all diese schlimmen Dinge nicht eine gerechte Strafe. Für Deutschland, für Nazis und für Mitläufer und für jene, die in Haftung genommen waren. Und das alles führte dann zur Frage nach eigener Schuld und nach einem ertragbaren Umgang mit ihr. Im sozusagen noch einfachsten Fall stellte sich die Frage: Wie richte ich mich als ehemaliger, als bekannter Nazi in der neuen Ordnung ein? Wo? Mit welcher erfundenen oder verschwiegenen Geschichte, unter welchem Namen, in welchem Beruf wird es mit mir weitergehen? Im schon schwierigeren Fall lautet die Frage, was haben wir Nazis, was habe ich selbst falsch gemacht auf jenem Weg, der in diese schlimme Lage Deutschlands führte. Und im noch häufigeren Fall lautet die Frage, was hat mich denn einst selbst am nationalsozialismus fasziniert? auch wenn ich kein bekennender nazi wurde, warum bin ich mitgelaufen? wie gut waren wirklich meine gründe dafür, in dieser oder jener konkreten situation den versuchungen des opportunismus nicht widerstanden zu haben? und besonders weitreichende folgen Zeitigte die Frage, was lehrt das alles über mich und über meine Mitmenschen? Und daraus ergaben sich dann Antworten auf die Frage, was folgt denn nun konkret für mich und für meine Rolle im neuen Deutschland? Und zu den inneren Verletzungen unseres Landes gehörte ja außerdem, dass sich Deutschland ganz absichtlich eines Großteils seiner tüchtigsten Mitbürger beraubt hatte. Man hatte die meisten deutsch-jüdischen Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer umgebracht oder vertrieben. Man hatte sehr viele Mitbürger, die auf Freiheit und Demokratie setzten, umgebracht oder ins Gefängnis, in die Emigration, zumindest in die Untätigkeit gezwungen. Und natürlich fehlten jene mutigen, tatkräftigen Männer, dem Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Und es fehlten jene, die den Bombenkrieg nicht überlebt hatten. Und zu den ganz großen, bis heute nachwirkenden inneren Verletzungen gehört ganz klar auch die folgende. Vieles, was einst als deutsche Tugend galt und tatsächlich eine Tugend ist, das hatten auch die Nazis hochgeschätzt. Und sich zu eigen gemacht. Und das war nun fragwürdig geworden und wurde einer späteren Generation nachgerade verächtlich. Obwohl auch eine freie Gesellschaft und ein freiheitlicher Staat Tugenden wie die folgenden brauchen kann. Ordnungsliebe, Pflichtgefühl, Fleiß, Gründlichkeit, Genauigkeit, Disziplin, Durchhaltewillen und nicht zuletzt Zuneigung zum eigenen Land und zu dessen Kultur. Doch es markiert der 8. Mai nicht nur das Ende einer schlimmen Zeit, sondern eben auch den Beginn einer guten Zeit für Deutschland. Das Wesentliche war, die Deutschen ergingen sich nicht im Selbstmitleid. Sie verharrten nicht in Passivität, sie fingen an, ihr Land wieder aufzubauen. Und zwar nicht nur, weil kein anderer es für sie getan hätte, sondern weil sie die Rückkehr zur Normalität nach einer so langen Zeit der Instabilität, der Diktatur, der Zerstörung unbedingt wollten. Und das zeigte sich schon demografisch. Nach 1945 gab es ganz anders als in den 1980er Jahren, da gab es keine No-Future-Mentalität. In diese Welt kann man doch keine Kinder setzen, obwohl es eine Welt voller Trümmer und voller Engpässe war. Gerade in den Trümmern und in den Notquartieren bekamen die Deutschen jene vielen Kinder, die dann ihrerseits auf der Grundlage von Leistungen ihrer Eltern jenes heutige, in so vieler Hinsicht beispielhafte Deutschland aufbauten, von dem wir hoffen, dass es die nun nachwachsende Generation bewahren kann. Wirtschaftlich war das so sehr zerstörte Deutschland schon nach zwei, drei Jahrzehnten. Wieder zu einer wirtschaftlichen Führungsmacht geworden, nicht nur Europa, sondern weltweit führend. Politisch gelang rasch der Aufbau neuer Staatlichkeit und bald auch deren Ausbau zu einer stabilen und weltweit jedem Vergleich standhaltenden Demokratie. Obendrein entstand eine der modernsten, der sozial durchlässigsten, der kulturell offensten Gesellschaften ganz Europas. Und vor allem würde auch eine großartige kulturelle Leistung vollbracht, nämlich die beispiellose und inzwischen beispielhafte Auseinandersetzung mit der Nazizeit, mit ihren Akteuren, mit ihren Verbrechen, mit den schlimmen Folgen, sowie mit all den Ursachen, die zu dieser deutschen und europäischen Katastrophe geführt haben. Das alles war und ist keine Nestbeschmutzung sondern das ist genau jener ehrliche Umgang mit der Geschichte, der innerlich stark macht, weil man sich dann nicht mehr auf das Rechtfertigen des nicht so rechtfertigenden einlassen muss, weil man keine politisch motivierten Enthüllungen mehr fürchten muss, weil man für die Zukunft hilfreiche Lehren aus der Geschichte ziehen kann und eben das hat unser Land vorbildlich getan. Was lernen wir also? aus alledem, wofür das heutige Datum steht, gerade auch für das eigene Tun. Nun, es zeigt sich, dass es ganz im Wortsinn heilsam ist, vor einer schlimmen Vergangenheit wie der deutschen nicht die Augen zu verschließen, sondern sie in ihrer Eigentümlichkeit zu erkennen, ihre Ursachen zu verstehen, sich brauchbare Maßstäbe zu bilden für ein Urteil über das Tun und Lassen unserer Urgroßeltern, Großeltern und Eltern und dann zu versuchen, es zu eigenen Lebenszeiten eben besser zu machen als sie. Und dabei werden wir vermutlich lernen, dass wir es viel leichter haben, anständig durchs Leben zu gehen. Umso schwerer wiegen dann freilich auch unsere eigenen politischen Sündern im Vergleich mit den objektiv schon größeren Sündern unserer Eltern und Großeltern und das sollte uns dann zu besonderem gerechtigkeitsstreben bei historischen urteilen über sie anhalten. den ideologischen fanatismus der nazizeit vor augen können wir im übrigen erkennen es führt zu nichts gutem wenn man von der politik mehr verlangt als eine ordentliche handhabung der öffentlichen angelegenheiten. hingegen führt ein kurzschluss zwischen politik und religion wie ihn die Nazis, aber freilich auch die Kommunisten versucht haben, nur zur widerlichsten Form allen Politikmachens, zum Totalitarismus. Dort toben sich dann Täter mit gutem Gewissen aus. Die Lehre für uns? Verlangen wir nicht so viel von der Politik wie unsere von der Republik enttäuschten Vorfahren in der Weimarer Zeit oder wie die aufrichtigen in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR. Sondern wären wir uns gegen alle unsere Neigungen von der Politik auch noch emotional überzeugende Formeln zur Lösung gleich aller Probleme zu verlangen? Widerstreben wir unserem Verlangen, sozusagen um jeden Preis überragende Persönlichkeiten zu politischen Führern zu haben? Denn damit setzen wir bloß auf Blenderei und Manipulation. Und widerstehen wir jeder Neigung? es mit der Politik und mit politischen Überzeugungen so wie mit einer Religion zu halten. Das alles setzt nämlich in der Politik den Verstand außer Kraft und mindert die Bereitschaft, aus Gegenargumenten anderer zu lernen. Drittens ist die Forderung schon richtig, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, aber nicht nur faschistische Diktaturen, tun Menschen nicht gut, sodass man besser verlangt, nie wieder Diktatur. Und mancher Krieg ist leider nötig, wie einst jener gegen das nationalsozialistische Deutschland. Unser Land ist ja nicht durch eine Art Geschichtswunder plötzlich befreit worden, sondern es musste erst einmal besiegt werden, und zwar in einem sehr blutigen Krieg. Die Lehre für uns, Machen wir es uns nicht zu leicht mit politischen Formeln, selbst dann, wenn sie im Kern richtig sind, sondern üben wir uns in der anstrengenden Kunst der Unterscheidung und akzeptieren wir als wichtige Einsicht, gerade für die Gegenwart, dass man ab und zu einen Krieg führen muss und sich folglich auf ihn auch vorzubereiten hat, um nämlich ein noch größeres Übel zu verhindern sehen wir mit allem Ernst an, dass nicht nur Faschismus ein Übel ist, sondern dass jede Diktatur dort ein Übel ist, wo sich eine Bevölkerung auch freiheitlich regieren könnte. Ferner ist es offenkundig leicht, über eine freiheitliche Ordnung und über eine pluralistische Demokratie schlecht zu reden und sie verächtlich zu machen, zumal wenn sie tatsächlich Probleme hat, so wie das... In der Weimarer Republik nachgerade Volkssport gewesen ist. Es ist aber schwer, dem alsbald entstehenden Sog hinein in eine diktatorische Ordnung wieder zu wehren. Die Lehre für uns: Versuchen wir zu verstehen und aufrichtig zu schätzen, was wir an unserer freiheitlichen demokratischen Ordnung haben, und reden wir gut über sie. Schützen wir unsere Demokratie durch Beseitigung jener Fehler, die in ihrer Praxis, die ja eine menschliche ist, immer wieder einreißen und schützen wir unsere Demokratie gegen jene, welche die freiheitliche Ordnung mit ihrem pluralistischen Streit selbst schon für einen Fehler halten. Und im Übrigen akzeptieren wir doch die Tatsache, dass gerade jene Generationen, die Deutschland in die Katastrophe der Nazizeit geführt haben, anschließend wenigstens unter den günstigen Umständen der Westzonen ein sehr gutes Gemeinwesen aufgebaut haben, scheuen wir uns auch nicht, das als eine Art tätige Reue anzusehen. Seien wir außerdem dankbar für das Neudeutschland, das jene Generationen geschaffen haben, und tragen wir das Unsere dazu bei, es zu Erhalten und immer besser zu machen. Gerade so, wie es die DDR-Hymne auf der Schönste formuliert hat. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum guten Dienern Deutschland einig Vaterland. Und tatsächlich ist das wohl die wichtigste Lehre aus dem 8. Mai 1945 für uns. Es ist riskant, es ist gefährlich, die Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten anderen zu überlassen, bloß weil man sich selbst für die Politik zu gut ist. Und es lohnt sich, einmal errungenes Gute zu bewahren und mit allen Mitteln zu verteidigen gegen verblendete Böswilligkeit, gegen rücksichtslose Dummheit und gegen wohlmeinenden Übermut. Das alles nämlich führte in jene deutsche Katastrophe, deren Ende sich heute jährt.